Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich möchte euch heute zeigen, was ich in der aktuellen Glossybox bekommen habe. Ich habe meine letzte Glossybox im Oktober bekommen. Ich habe sie nämlich abgestellt. Es ist einfach so, dass ich mich auch nach Alternativen umschauen wollte. Ich hatte die Fairybox im Auge gehabt und die Vegan Beauty Basket. Ja, bei der Fairybox bin ich immer noch auf der Warteliste und Vegan Beauty Basket, die kommt erst im März und die kommt auch nur alle 2 Monate. Deswegen habe ich mich entschlossen, die Glossybox wieder zu abonnieren und das Ganze mal so ein bisschen zu beobachten. Ja, und wenn das nichts ist, dann kann ich sie ja immer noch abbestellen. Und habe dann als Alternative die Vegan Beauty Basket und ja, Fairybox, da warte ich halt noch auf das Okay. Ja, da kann man nichts machen, die Fairybox ist wohl sehr, sehr gefragt und ja, das von daher wird mir die Glossybox hoffentlich jetzt die Wartezeit versüßen und jetzt möchte ich euch den Inhalt zeigen. Die aktuelle Glossybox für den Monat Februar hat das Thema Wolke 7. Ich habe sie vorgestern bekommen und ich war schon so heiß da drauf. Ich wollte endlich schauen, was da drin ist. Ich habe mir gedacht, komm, wartest du, bis du endlich ein Video abdrehen kannst und öffnest das vor der Kamera. Aber ich habe es einfach nicht ausgehalten und deswegen habe ich das schon reingelinst. Und ich war erstmal sehr, sehr überrascht von der Verpackung, weil die ist wirklich wunderschön. Also ich finde die wieder wirklich toll, wirklich gelungen mit den Wolken. Thema ist ja Wolke 7. Und die Farben sind mal wieder wunderbar gestaltet. Jetzt hier im Ombre-Verlauf von rosa zu himmelblau. Also die Verpackung gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Papier, das Wickelpapier ist auch wunderschön gestaltet mit einem rosa Schleifchen. Und ja, also Verpackung hat schon mal Punkte bei mir gesammelt. Und dann habe ich das Schleifchen geöffnet und dann kam mir auch schon so ein leicht süßlicher Duft entgegen. Und ich war so, so gespannt und ich habe mich unheimlich gefreut. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Überraschungsboxen. Ich lasse mich total gerne überraschen, gerade wenn es im Bereich Beauty geht. Und ich war so aufgeregt. Ich weiß auch nicht was, aber warum. Aber ja, ich liebe das einfach. Und das erste Produkt, was mir entgegenkam, war von Trickle Moon Exotic Lychee Sorbet. Das ist eine Handcreme und von dieser Handcreme aus kam mir der Duft entgegen. Ich habe die sofort ausprobiert und ich war begeistert. Ich war begeistert und ja, ich habe mir sofort die Hände damit eingerieben und ich muss sagen, der Duft ist unglaublich schön, er ist süßlich und hält sehr, sehr, sehr lange auf den Händen. Die Pflege ist auch wunderbar. Die Creme zieht relativ schnell ein. Und ja, also ich war wirklich sehr zufrieden mit dem ersten Produkt. Das ist jetzt eine 75 ml Flasche und ja, das werde ich mir auf jeden Fall in meinen Schreibtisch legen, damit ich mir die Hände schön eincremen kann und den Duft einfach genießen kann. Das nächste Produkt ist von Dessange, strahlende Farbpracht Doppelfarb-Elixier mit Vitamin E. Ich habe mich zwar darüber gefreut, aber nur, weil ich es dann als Backup behalten darf, denn ich hatte dieses Produkt schon mal in einer Glossybox oder in einer Pinkbox. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber es steht schon in meinem Badezimmerschrank. Trotzdem freue ich mich sehr darüber. Das
Doppelfarb-Elixier schützt Ihr Haar und verleiht ihm leuchtenden Glanz für eine umwerfende, strahlende Haarfarbe. Das passt eigentlich sehr gut, weil ich meine Haare vor kurzem noch gefärbt habe. Und um die Haarpracht, so wie es da steht, zu erhalten, soll man dieses Elixier in die Haare einsprühen und nicht mehr ausspülen. Ne? Also das ist ein Leave-In-Produkt und für mich optimal, denn je weniger Zeit ich für solche Dinge benötige, desto besser. Dann habe ich eine kleine Mascara aus der Box gezogen und zwar von Nutralash Waterproof Mascara mit Diamantstaub, eine Limited Edition und ja, ich bin sehr gespannt, ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich möchte sie auch noch nicht öffnen, ehrlich gesagt, weil ich noch ein paar Mascaren aufbrauchen möchte, die ich schon geöffnet habe und ich fand es wirklich sehr interessant. Dann vielleicht legte ich da so ein bisschen Glitzer um die Wimpern. Da kann ich mir jetzt im Moment überhaupt nichts drunter vorstellen. Schenken Sie Ihren Wimpern einen luxuriösen Glanz und einzigartiges Volumen ohne zu klumpen. Also ich finde das richtig süß. Das sind jetzt, wie viel sind da drin? 3 Milliliter. Es ist nicht sehr viel, aber zum Austesten wunderbar. Und jetzt kommt ein Produkt, was ich mir nie hätte so gekauft. War das jetzt Deutsch? Was ich mir nie so gekauft hätte. Genau. Und zwar handelt es sich um Bilou Cotton Candy pflegender Cremeschaum. Das ist ja also eigentlich nichts für mich, weil mir der Duft einfach viel zu süß ist und ich mag nicht so gerne Düfte wie zum Beispiel Schokodüfte oder Plätzchendüfte oder ja, sehr süße Bonbon-Düfte. Trotzdem habe ich mich sehr darüber gefreut, weil meine Tochter, die ist jetzt in dem Alter, in dem sie sich für solche Dinge interessiert. Meine Tochter, die ist 9, guckt sich aber sehr viel von ihren Freundinnen ab und letztens waren die beide zusammen shoppen und unter Aufsicht natürlich und die eine Freundin hat sich sofort eine Flasche gekauft für, ich weiß nicht wie teuer die sind, 3-4 Euro und hat so davon geschwärmt und meine Tochter wollte das natürlich auch ausprobieren und ich habe ihr gesagt, überlegt ihr das gut, so viel Geld auszugeben für eine Flasche pflegenden Cremeschaum, nur weil es die Freundin auch hat, überlege es dir nochmal. Und sie hat es sich überlegt und es nicht gekauft. Deswegen werde ich diese Flasche meiner Tochter schenken. Sie wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Und von daher bin ich sehr froh, dass das in der Box war. Das letzte Produkt ist diese wunderhübsche kleine Lidschattenpalette. Und zwar von Absolut New York, genau, Icon Mini. Und zwar ist das wohl in Kooperation mit Glossybox entstanden, weil hier das Glossybox-Zeichen aufgedruckt ist und ja, also ich habe mich sehr darüber gefreut. Lidschattenpaletten sind bei mir immer jederzeit gerne willkommen, herzlich willkommen. So sieht sie aus. Das ist eine Metallverpackung und hat einen Spiegel mit drin und dann ein kleines Pinselchen. Das nehme ich jetzt mal raus und dann diese wunderschönen Brauntöne,
die ich auf jeden Fall anwenden kann, weil ich sehr gerne Brauntöne verwende. Und darüber habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Und ein kleines Goodie war dabei. Da weiß ich jetzt nicht, wem ich geben soll, weil ich werde die bestimmt nicht verwenden. Ich habe eigentlich keine Schuhe mit Schnürsenkeln. Vielleicht meine Turnschuhe, Sportschuhe, Laufschuhe. Mal schauen. Vielleicht kriegt ihr auch wieder meine Tochter. Ja, das sind einfach Schnürsenkel. 1,30 Meter in der Farbe Rosé. Und ja, ich finde das auch mal eine hübsche Idee, Schnürsenkel in die Box zu legen. Und ja, freut mich auch sehr, dass das Produkt in der Box drin war. Die Box hat einen Gesamtwert von ca. 35 Euro. Ich finde, die Box hat sich auf jeden Fall für mich persönlich gelohnt und auch für meine Tochter. Ja, und ich bin gespannt, was die nächste Ausgabe bringen wird, die März-Ausgabe. Und ich freue mich auch auf die anderen Boxen. Ich hoffe, die Warteliste wird nicht allzu lange dauern bei der Fairybox. Und die Vegan Beauty Basket kommt dann im März. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.